Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei einer kleinen Runde Ink Travelers und ich wollte noch was ausprobieren, nämlich mit der Maus und der Bombe. Maus. Kann... Wie? Moment, hat die Maus jetzt die Bombe? Achso, Maus. Nimm die Bombe, kleine Maus, und bring sie zu dem Stein. Halte, okay, um die Bombe festzuhalten, dann beweg dich. Oh Gott, Maus ist sehr schwerfällig mit Bombe. Hahaha, guck mal, ich hab's geschafft. Radladladladladladl. So eine brave kleine Maus. Wenn ich schlafe. Sonst bin ich eher alles andere als brav. Ja, die meisten wissen, wovon ich rede. Aber hier geht's ja noch weiter. Speichern. Noch einen Heilstein bekommen. Was ist das? Was ist da hinten? Oh, bin ich denn hier? Was ist das? Boah! Die sehen aus, als würden sie richtig viel Schaden machen. Mächtiger Stock. Oh Gott. Okay. Rüsten wir gleich mal aus. Ist ja schon ein wenig komisch, oder? So, jetzt können wir hier den Leuten so richtig schön einen auf... Wow! Hier muss wirklich alles voller Magie sein. Der See leuchtet. Das Monster! Was ist das für ein Ding? Auf jeden Fall ist es schleimig und wabbelig. Und das mag uns nicht hier haben. Dann lass es uns platthauen. Komm her, Wabbelding! Oh Gott, war das die beste Idee meines Lebens? Bestimmt nicht. Alter! Warum habe ich gerade das Gefühl, dass das ganz falsch ist, was wir hier tun? Das Ding habe ich ja nie im Leben. Die Chance. Was kann auch die Elemente wechseln? Willst du mich? Okay, Gegenstände. Heilstein macht uns beide wieder zu. Gott sei Dank. Ja, genau. Wechsel wieder dein Element. Du bist so ein blödes Ding. Möchte ich dich eigentlich überhaupt schon kaputt hauen? Möchte ich das? Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das möchte. Okay, jetzt nimmst du mal Fertigkeit, Schützungsformagie. So. Vielleicht hilft das ja. Es sei denn, du stirbst gleich, dann ist das natürlich. Oh, Hilfe! Okay. Gegenstand. Ich brauche ein wenig Honig. Ach, Quatsch. Gegenstand. Brauche ich Honig? Nein, Eiskaffee brauche ich. So. Der schickert sich Wind hier. Das ist... Wow, wenn er grün ist, mag es wohl keine Attacken. Wenn er so weitermacht, fällt ihm noch die Hülle auf seinen Wabbelkopf. Vielleicht können wir das ausnutzen. Greifen wir ihn nochmal an.
Nein, Angriff, Fertigkeiten. So, Feuerball auf die Eisrose bitte. Und du verprügelst nochmal alle. Huch! Es hat tatsächlich gerade einen Stein auf den Kopf gekriegt, habt ihr gesagt. Was mache ich hier? Ich wollte das doch noch gar nicht. Ist das ein ganz fieser Schleim. Zieht den Lebensenergie ab, um die sich selbst... Okay. Feuerball. So. Die sich selbst wieder zuführen zu können. Eigentlich ist es ganz mies, was dieser Schleim da macht. So, und jetzt kann ich davon ausgehen, dass es wieder wechselt, also... Nein, tut's nicht. Warum wechselt es jetzt nicht? Warum wechselst du scheiß Ding diesmal nicht? Ja, Gegenstand. Jetzt wechselt es. Was ist jetzt? Ist es tot? Ist es besiegt? Was auch immer es war? Heilwasser! Wir haben es geschafft! Wir haben es besiegt! Und wir haben das Wasser! Oma wird bald wieder gesund! Wir sind super! Sind wir! Auf geht's, lass uns zurückgehen! Das wollte ich noch gar nicht... Es tut mir leid, das war so nicht geplant... Ich muss ihm dann noch sein Werkzeug wiedergeben. Die Wolle. Gegenstand. Nee, die sind... Die Schnipsel einer Geschichte. Ja, ich bereue mich auch nicht. Das war so. Das war jetzt so nicht vorher gesehen. Habt ihr alles gefunden? Wir suchen noch. Okay, ich suche tatsächlich noch. Ich suche den Sinn meines Lebens und den suche ich auch schon ein wenig länger. Die beiden Eltern sind auch weg. Das ist sehr merkwürdig. Da kommen wir nicht weiter, da steht Grünzeug im Weg. Das ist nicht sein Werkzeug. Eiskaffee. Schade, ich dachte, wir finden hier irgendwo sein Werkzeug versteckt rumliegen. Sonst nichts, wo ich hin kann, oder? Nein, schade. Ah, ich kann auch nach hier oben. Da ist das Werkzeug. Das müssen wir nochmal irgendwie uns ergehen lassen. Karottenkuchen, drei Seiten. Werkzeug, okay, gut. Hühühüh, vor der bin ich gut davon gekommen. Ah, das sieht dann schon schlecht aus. Damit können wir das alles aber ein bisschen länger machen hier. Tralala, sonst wären wir jetzt hier schon voll.
wir sind gerade eben sowieso relativ gut davon gekommen. Wie gesagt, das Spiel ist halt tatsächlich nicht sehr lang, wie ich gerade feststelle. Es macht trotzdem noch voll Spaß. Ich finde es einfach niedlich. Habt ihr alles gefunden? Ja, hier. Großartig. Jetzt kann ich wieder arbeiten. Und das Monster? Oh ja. Ich hab's beobachtet. Es scheint gleichzeitig aus Feuer und Eis zu sein. Wie geht das denn? Keine Ahnung. Ich habe nur eine Vermutung. Das Wasser ist magisch. Deswegen wächst hier alles so gut. Vielleicht sind zu viele Fledermäuse und Feuermäuse und Eisrosen reingefallen. Meinst du, das Wasser hat sich durch ihre Magie verändert? Ja, das könnte gut sein. Wenn ja, muss das wirklich lange gedauert haben. Deswegen ist das Monster so stark. Da müssen wir gut vorbereitet sein, wenn wir es bekämpfen. Ja, lass uns ein paar nützliche Sachen suchen. Viel Glück. Auch wenn ich nicht glaube, dass ihr das Ding besiegen könnt. Wir müssen. Wenn das so ist. Es wechselt regelmäßig sein Element. Das könnte man vielleicht ausnutzen. Danke, wir merken es uns. Du bist ein super Häschenfreund. Viel Glück. Wir haben es doch schon besiegt. Du bist Häschenfreund. Du bist klasse. Du bist super. Wir haben es schon besiegt. Aber es... Das macht nichts, Häschenfreund. Du bleibst trotzdem unser bester Freund. Konnte ich jetzt nicht auch irgendwo die Schnipsel zusammensetzen? War da nicht irgendwas? Ich möchte bitte gerne Schnipsel zusammensetzen. Reisen? Kann ich noch reisen? Eingang? Wasser. Zu Hause. Daheim. Ich dachte, ich könnte noch die restlichen Schnipsel zusammensetzen. Oh. Oma? Sag jetzt nicht, du bist auch schon tot. Oma? Wir sind zurück. Oma, wir haben die Medizin. Wirklich? Habt ihr euch auch nicht wehgetan? Naja, manchmal schon. Aber wir hatten viele Pflaster dabei. Die sind so süß. Und die Hexe hat uns Süßigkeiten gegeben. Oh, deswegen habt ihr in letzter Zeit so wenig gegessen. Ich danke euch, ihr seid gute Kinder. Aber Opa... Wisst ihr, Zeit ist etwas Seltsames. Kein Zauber und kein Trank kann sie heilen. Also wird es dir nicht helfen? Doch, ich denke schon. Nur meine Falten werde ich wohl nicht los. Die ist lustig. Das ist unwichtig. Wir lieben dich auch mit Falten. Ja. Ach, das beruhigt mich jetzt aber. Ich komme gar nicht drüber weg. Das Wasser konnte das Alter der Großmutter nicht heilen, doch sie wurde wieder gesund und lebte noch viele Jahre mit den Jungen zusammen. Bücher wurden zu einem wichtigen Teil ihres Lebens, und als es für ihre Großmutter Zeit wurde zu gehen, brachten sie sie zum Abschied in eine Geschichte, die von ihrer Vergangenheit erzählt und von Großmutter und der glücklichen Zeit, die sie gemeinsam verbracht hatten. Die Jungen wuchsen heran und wurden immer erfahrener im Tintenreisen, doch das Mädchen, das ihnen damals den Schlüssel gegeben hatte, trafen sie nicht wieder. Sie waren sich sicher, dass sie an jenem Tag nicht zufällig bei ihnen aufgetaucht war, so wie sie behauptet hatte. Denn es gab eine alte Geschichte, die von einem Mädchen erzählte, das durch unzählige Bücher gereist und schließlich in ihnen verloren gegangen war. Aber das ist eine andere Geschichte, in die die Jungen vielleicht ein andermal reisen werden. Spiel ist so toll. Ich fand es sehr niedlich. Es war ein wenig kurz, aber Idee und Umsetzung Lucy Fox. Kokodoko. Das ist doch Teilsatz Amaranth. Also ich habe das Lied. Ich fand es toll. Das Lied, das Spiel. Wieso komme ich jetzt gerade auf Lied? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil es so schön in meinen Ohren trällert. Klar, es war jetzt nicht unbedingt das längste RPG-Maker-Spiel, aber ich fand es einfach unfassbar niedlich. Es war also auch die Idee, die dahinter steckt, so durch Bücher reisen zu können. Das finde ich eigentlich schon sehr putzig, sehr niedlich. Doch, das Spiel hat mir gefallen. Wie gesagt, ich werde mal gucken, was wir jetzt als nächstes spielen. Ich muss mal gucken, ob sich das nächste Spiel, das ich spielen möchte, auch aufnehmen lässt. Das hoffe ich. Und dann hoffe ich doch sehr, dass wir beide, wie zwei, uns in einem anderen Spiel wiedersehen.
lasse jetzt nochmal eben die Credits durchlaufen und... Dann beende ich das. Ich danke meinen zwei Katzen fürs weich und kuschelig sein. Das ist schön. Das ist voll süß. Weich und kuschelig sein ist immer gut. Klein und kuschelig sein ist immer gut. Also, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!